Ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Jeden Tag, ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Mit dir macht alles Spaß. Ich bin wie ein Tänzer. Ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Jeden Tag, ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Mit dir macht alles Spaß. Ich bin ein Entdecker. Ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Jeden Tag, ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Mit dir macht alles Spaß. Was sie mir erzählt, ich werde wirklich nie mehr alleine sein. Ich lerne die JESUS, zur Erde kam und alles gab. Er ist der beste Freund, den du kennen kannst. Was ich brauch, weiß mein Gott ganz genau. So denke ich daran. Wenn du fragst, hilft er ist gern bei dir. Klopf, 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 dann öffnet Gott die Tür. Wenn du fragst, hilft er ist gern bei dir. Wenn du klopf, 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 dann öffnet Gott die Tür. Ich lese die Bibel und das ist, was sie mir erzählt. Ich werde wirklich nie mehr alleine sein. Ich lerne die JESUS, zur Erde kam und alles gab. Er ist der beste Freund, den du kennen kannst. Was ich brauch, weiß mein Gott ganz genau. So denke ich daran. Wenn du fragst, hilft er ist gern bei dir. Wenn du klopf, 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 dann öffnet Gott die Tür. Wenn du fragst, hilft er ist gern bei dir. Wenn du klopf, 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 dann öffnet Gott die Tür. Kids,
Hey, voll cool, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Ich bin mir sicher, du hattest gerade schon eine super Zeit im Worship und hast Gott angebetet. Und jetzt sind wir hier und starten so richtig durch mit unserem Kids-Service. Für alle die, die sich vielleicht nicht mehr an mich erinnern, ich bin Rebecca, ich bin vom Campus in München und ich weiß nicht, von welchem Campus du gerade zuschaust, aber vielleicht bist du auch aus München oder vielleicht bist du aus Konstanz, aus Düsseldorf, aus Köln, aus Wien oder aus Zürich. Von überall her schauen wir alle gemeinsam diesen Service an und das ist absolut genial. Hey, und heute ist ja ein ganz besonderer Tag. Ich hoffe, du weißt auch, was heute für ein Tag ist. Wenn du weißt, was für ein Tag ist, dann darfst du es mal ganz laut rufen. Pass auf, ich zähle bis drei. 1, 2, 3. Was? Ich habe dich nicht gut gehört. Nochmal. 1, 2, 3. Richtig! Heute ist Muttertag. Heute feiern wir alle unsere Mamas. Ich hoffe, dass du deine Mama auch schon ein bisschen gefeiert hast. Später bekommst du auch noch ein paar Tipps, was du vielleicht heute für deine Mama machen kannst, um sie zu ehren und um ihr zu zeigen, wie sehr du sie liebst. Was wir jetzt aber machen wollen, wir wollen zuerst noch beten. Das machen wir immer und deswegen machen wir es auch heute. Und wie immer gibt es drei Sachen, für die wir beten wollen. Wir wollen Danke sagen, wir wollen Bitte sagen und wir wollen für Errettung beten. Du darfst dir mal ganz kurz überlegen, für was möchtest du danken, für was möchtest du bitten und bei welcher Person möchtest du für Errettung beten, dass sie Jesus kennenlernen kann. Ich gebe dir einen Augenblick Zeit und dann beten wir gemeinsam. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so ein großer Gott bist. Ich danke dir, dass du so ein großes Herz hast für alle Kids, die jetzt gerade zuschauen und dass du für uns alle sorgst. Jesus, und ich danke dir von Herzen, dass wir heute unsere Mamas feiern. Ich danke dir, dass wir alle geniale Mamas haben und dass die so gut auf uns aufpassen und für uns sorgen. Und Jesus, ich bete, dass du uns alle heute an dem Tag segnest, dass du uns zeigst, wie wir unseren Mamas eine Freude machen können und dass du uns durch diesen Tag begleitest. Jesus, und du weißt, es gibt Leute, es gibt Personen, Freunde von uns oder auch Familie von uns, die dich noch nicht kennen. Und ich bete, dass sie dich kennenlernen dürfen und dass sie dich auch in ihr Herz einschließen dürfen. In deinem Namen habe ich gebetet und wir alle sagen gemeinsam Amen. So cool. Hey, es war absolut cool, dass du mitgebetet hast. Hey, wie auch die letzten Wochen, ne, wollen wir jetzt gemeinsam ein Spiel spielen. Und weil ich hier leider keine Person habe, mit der ich dieses Spiel spielen kann, habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Ich werde gleich mit meinem Laptop eine andere Person anrufen, ne, und werde mit dieser Person gemeinsam ein Spiel spielen. Und diese Person, mit der ich spielen werde, ist ein super cooler Leiter von uns aus München, ne? Und ich freue mich so, dass er dabei sein wird. Wenn du aus München bist, dann kennst du ihn bestimmt sehr gut. Vielleicht kennst du ihn sogar, wenn du aus Konstanz bist, denn da ist diese Person auch schon manchmal gewesen. Bist du gespannt, wer es ist? Ich verrate es dir jetzt. Ich werde heute spielen mit dem absolut genialen Lukas. Da bist du ja schon. Schön, dass du hier bist. Hey, cool. Du, ich habe mir überlegt, das wäre doch super, wenn wir heute ein Spiel zusammen spielen. Was meinst du? Ja, total gerne. Ich bin zu Hause. Ich habe nichts anderes zu tun. Also ich bin dabei. Hey, absolut genial. Ich würde sagen, du darfst jetzt erstmal noch unsere ganzen Kids begrüßen, denn die schauen dir gerade alle zu. Weißt du das? Viele? Mhm. Oder? Oh. Sind schon ein paar. Okay. Also, ich nehme einmal Mut. Du weißt, ich bin schüchtern, aber wir kriegen das hin. Du schaffst es. Also pass auf, du darfst einmal eine Runde Hallo sagen an die Kids. Oh, hi, da seid ihr ja schon alle. Oh, oh, dich sehe ich, Johannes. Und Noah, dich auch. Julie, hi. Oh, ey, ich sehe so viele von den Kids, die ich kenne und so viele, noch so viel mehr, die ich nur nicht kenne. Was so cool ist, die alle zu sehen. Wow, das ist doch absolut cool, oder? Und wir wollen jetzt aber unsere Zeit nutzen und wir wollen ein Spiel zusammenspielen. Ich erkläre dir das Spiel kurz, Lukas, und dann wissen wir einfach alle, wie das Spiel geht. Also, wir werden es so machen. Ich werde gleich ein Wort sagen und du musst dieses Wort wiederholen. Ist einfach, oder? Ich glaube, das kriege ich hin. Ja, das hört sich gut an. Ja, jetzt ist nur ein kleines Problem.
Denn ich werde in der Zeit, in der ich das Wort sage, mein Mikrofon ausschalten. Das heißt, du kannst das Wort nicht hören, sondern du kannst das Wort einfach nur an meinem Mund ablesen. Meinst du, du schaffst es? Schwerer als gedacht, aber ich glaube, ich habe sonst auch echt viel Hilfe, die ich wieder zuhören kann. Also von daher, ich bin sehr optimistisch. Wir kriegen das hin. Okay, genial. Dann würde ich sagen, wir starten gleich mal los mit dem ersten Wort. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, das erste Wort heißt... Ich glaube, ich weiß es. Ich habe kurz überlegt, und es ist aber zum Glück ein kurzes Wort. Kann es sein, dass es Blume ist? Richtig! Hey, sehr gut, Lukas. Du bist ja ein absolutes Naturtalent. Ich hoffe, es wird nicht schwerer. Jetzt pass mal auf, das nächste Wort ist schon ein bisschen länger. Achtung, das Wort heißt... Ich glaube, ich weiß es. Ist es Klopapier? Leider nein. Pass auf, Lukas, ich sag dir noch einmal das Wort, okay? Schau noch mal ganz genau hin. Okay. Geschenkpapier. Sehr gut! Lukas, du bist spitze. Aber weil du jetzt so gut warst, steigern wir noch einmal ein bisschen die Schwierigkeit und diesmal musst du einen ganzen Satz erkennen. Okay, darf ich ein Hilfsmittel benutzen? Nein, du musst es einfach nur von meinen Lippen ablesen. Es gibt keine Hilfe für dich. Aber hey, Lukas, du warst schon so gut bei den ersten zwei Malen. Ich glaube, du wirst es schaffen. Okay. Ich krieg das hin. Okay, also, es geht los. Pass auf. Es geht los mit mein Papa. Mein Papa kann. okay, nochmal ganz. Okay. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich glaube, ich würde den kleinen Joker nehmen, okay? Darf ich den Joker nehmen? Ist das in Ordnung? Okay, zwar, ausnahmsweise ist es okay. Oh, danke. Ich weiß, wir haben so viele Kids da, die zuhören und ich glaube, die Kids können das echt so viel besser als ich. Und deswegen, wenn wir jetzt einfach ganz gut zuhören und die Kids einmal ganz laut den Satz rufen lassen, vielleicht kann ich ihn auch hören und dann weiß ich die Antwort. Können wir das mal versuchen? Ja, das ist eine gute Idee. Kids, wenn wir jetzt vielleicht einfach auf drei ganz, ganz laut den Satz rufen, okay. Dann kriegen wir es hin, okay? 1, 2, 3. Oh, okay, es war fast schon zu laut. Okay, Lukas, hat dir das jetzt geholfen? Also hast du jetzt eine Idee? Ich glaube immer noch, es war mein Papa kann super lochen. Okay. Ich würde trotzdem noch einmal kurz die Kids fragen. Nochmal kurz auf drei, okay? 1, 2, 3. Okay, ja, jetzt weiß ich. Ich glaube. Okay, schieß los. Jetzt habe ich es gehört, es war vorhin fast zu laut, aber so wollte ich es ja. Ich glaube, der Satz ist, meine Mama kann super kochen. Yes! Lukas, das hast du absolut genial gemacht. Hey, Alleine hätte ich es nicht geschafft. Aber gut, dass wir die Kids haben, die dir geholfen haben, oder? So gut, so gut. Wow. Lukas, ich danke dir so sehr, dass du mit mir dieses Spiel gespielt hast. Ich freue mich, dass du dabei warst und sag bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao. Hey, wie cool war dieses Spiel gerade mit Lukas, oder? Ich bin froh, dass ich mit meinem Laptop ein Spiel spielen konnte und hier nicht alleine sein musste. Und jetzt gehen wir auch schon gleich weiter zum nächsten Teil von unserem Kids-Service. Und das ist der Teil, auf den ich mich immer so sehr freue, denn wir hören vom Wort Gottes und lernen neue Dinge über Jesus. Und heute hat sich eine ganz besondere Person darauf vorbereitet, uns neue Dinge von Jesus zu erzählen. Und diese Person ist die absolut geniale Sarah aus Konstanz. Ich freue mich, Sarah, dass du heute zu uns sprechen wirst
Und ich würde sagen, let's go! Hi Hillsong Kids, das ist so cool, dass du heute wieder mit am Start bist. Ich freue mich so dolle. Ich bin Sarah Maus aus Konstanz und du hast vielleicht die letzten Gottesdienste schon gesehen und da waren immer andere Luftballons als heute. Heute habe ich mal ein paar Herzchen ausgepackt, denn wie du schon weißt, es ist Muttertag. Und Muttertag ist der Tag, an dem wir unserer Mama ganz besonders Danke sagen und ihr sagen, wie dolle wir sie lieb haben. Ich weiß zwar nicht, wie deine Mama heißt. Vielleicht heißt deine Mama Sabine oder Anna oder Sabrina. Vielleicht heißt deine Mama aber auch Michaela, Conny, Jenny. Vielleicht heißt sie auch Sarah, so wie ich. Oder sie heißt Juliane oder Juliana oder vielleicht auch Manuela, so wie meine Mama. Und wie gesagt, ich weiß zwar nicht, wie deine Mama heißt, aber ich weiß eins. Ich weiß, dass Mamas und Frauen in deiner Welt, die du kennst, dass sie stark sind. Und jede Mama und auch jede Frau ist zwar unterschiedlich, aber sie ist wunderbar von Gott geschaffen. Sie ist geliebt von Gott und auch geliebt von dir. Und ich könnte eine richtig lange Liste aufzählen, wie Mamas sind. Denn vielleicht kannst du gleich den Finger strecken oder mitrufen, wenn du denkst, dass deine Mama das ist. Weil ich weiß, Mamas sind stark. Mamas sind besonders. Mamas sind super liebevoll. Mamas sind die besten Geschichtenerzähler, oder? Was sind Mamas noch? Sie sind treu. Sie sind ermutigend. Sie sagen uns immer etwas Nettes und etwas Tolles, was uns aufbaut, wenn wir vielleicht mal gerade einen Durchhänger haben oder wenn es vielleicht mal gerade nicht so gut geht. Was sind Mamas noch? Sie sind mutig und Mamas sind kreativ, basteln die schönsten Sachen mit uns, oder? Und Mamas können auch super witzig sein. Okay, wann war das letzte Mal, als du fast vor Lachen auf dem Boden rumgerollt warst, weil deine Mama sowas Witziges gesagt hat? Und die Liste, wie toll und wie deine Mama ist, die ist ewig lang. Und du darfst gleich, entweder jetzt oder später nach dem Gottesdienst, deiner Mama nochmals, wenn du das vielleicht schon getan hast, darfst du ihr trotzdem nochmals Danke sagen für ein paar verschiedene Dinge. Vielleicht auch für ein paar Dinge, die ich gerade eben aufgezählt habe. Hey, zum Kids, soll ich euch meinen allerliebsten Lieblingsvers über Mamas mal verraten und vorlesen? Okay, ich hole mal schnell meine Bibel. Und dieser Bibelvers steht in Sprüche 31, Verse 28 und 29. Und in Sprüche 31, da stehen ziemlich gute und kraftvolle Sachen über Frauen generell. Aber hier steht was richtig Schönes und Besonderes über unsere Mamas. Und das sagt Gott sogar selbst, okay? Ihre Kinder sind stolz auf sie und ihr Mann lobt sie. Es gibt viele tüchtige Frauen, sagt er, aber du bist die Allerbeste. Okay, Hills und Kids, du darfst Mama heute sagen, dass sie die Allerbeste ist, denn auch Gott sagt es über deine Mama und sieht sie genauso. Ist es nicht schön? Oh, ich finde diesen Bibelvers so unglaublich. Okay, jede Mama ist unglaublich besonders. Jede Mama ist aber auch verschieden und unterschiedlich. Und genauso ist auch jede Familie unterschiedlich. Okay, ich zum Beispiel komme aus einer Familie. Wir sind da 6 Leute. Meine Mama und mein Papa, mein Bruder Florian, meine Schwester Sophia, mein Bruder Paul und ich. 6 Menschen. Und vielleicht gibt es in deiner Familie auch 6 Menschen. Vielleicht gibt es aber auch weniger, zum Beispiel 3 oder 4 oder 5 oder vielleicht sogar mehr. Jede Familie ist anders und unterschiedlich. Aber weißt du, wir sind auch ein Teil einer himmlischen Familie. Wir sind Teil der Familie Gottes. Wow, oh my goodness. Das heißt, wenn wir Teil der Familie Gottes sind, dann sind wir Kinder Gottes. Oh ja, das stimmt. Das ist das, was Gott über uns sagt. Und das können wir lesen im Wort Gottes, in seiner Bibel. Und zwar im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 1. Das sagt Gott über uns. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Wir sind Gottes Kinder. Und weißt du, Gott
hat sich schon lange für dich entschieden. Und ich möchte dir jetzt einfach kurz die Gelegenheit geben, dass du Ja sagen kannst zu Gott, dass du dich heute für Gott, für Jesus entscheiden kannst. Vielleicht hast du das schon mal getan, vielleicht aber noch nicht. Dann ist dieser Moment jetzt genau für dich. Denn Gott sieht dich als sein Kind und Gott will, dass du Teil von seiner unglaublich schönen Familie bist. Okay, wir machen das so. Ich zähle gleich bis auf drei und dann darfst du ganz mutig und stark deine Hand zum Himmel strecken. Einfach als Zeichen für dich selbst, dass du Ja zu Gott und zu seiner Familie sagst. Okay, eins, Jesus liebt dich. Zwei, Jesus hat die größte Zukunft für dich. Und drei, du darfst ganz mutig sein und deine Hand in die Luft strecken. Wow! Hey, das ist die beste Entscheidung, die du je treffen kannst. Und ich würde sagen, Hillsong Kids, wir haben es jetzt vielleicht nicht gesehen, wer sich entschieden hat, aber Gott hat es definitiv gesehen. Und trotzdem geben wir jetzt mal einen riesen Applaus für jedes Kind, was sich für Jesus entschieden hat. Denn die Bibel sagt, dass wenn sich nur ein Mensch, ein Kind für Jesus Christus entscheidet, dann, oh wow, dann passiert da oben im Himmel eine riesengroße Party. So eine große Party, wie wir die vielleicht noch nie erlebt haben. Okay. Und wir lieben es, bei Hillsong Kids gemeinsam zu beten. Ich werde vorbeten und ihr alle dürft gemeinsam nachbeten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Ab heute folge ich dir nach und bin Teil der Familie Gottes. Jesus, sei du mein Herr, mein Retter und mein allerbester Freund. In Jesu Namen und Hillsong Kids schreit Amen. Yes, so, so genial. Hey, es war mir so eine Freude, mit euch Zeit zu verbringen, mit euch zusammen in das Wort Gottes zu gehen und zu schauen, was Gott über unsere Mamas und über Frauen denkt, aber auch, was er über uns denkt. Und was denkt er? Er denkt, wir sind Kinder Gottes und wir sind Teil seiner Familie. Okay, dann würde ich mal sagen, hab den besten Tag heute. Sag Mama so oft, wie du nur kannst, danke und ich hab dich lieb. Zeichne ihr ein paar Herzchen, male etwas Schönes. Und ich freue mich so mega dolle, euch ganz, ganz, ganz bald wiederzusehen. Habt den besten Tag. Wow, wow, wow. Ich bin immer noch so geflasht von dem, was Sarah uns gerade erzählt hat und was wir alle heute lernen durften. War das nicht super cool, oder? Ich würde sagen, wir können der Sarah nochmal einen großen Applaus geben, oder? Woohoo! Danke, liebe Sarah. Und liebe Kids, du darfst heute wirklich nochmal dir Zeit nehmen und deine Mama feiern. Wenn du diese Woche in deinen Briefkasten geschaut hast, dann hast du mit Sicherheit auch ein kleines Geschenk von uns entdeckt. Pass mal auf. Du hast hoffentlich von uns diese Post bekommen und in diesem kleinen Heftchen sind super viele Ideen, wie du deiner Mama eine Freude machen kannst an dem heutigen Muttertag. Ich muss sagen, ich habe mir auch eine Idee aus diesem Heftchen herausgenommen und ich habe meiner Mama auch einen Brief geschrieben. Vielleicht hast du deiner Mama auch einen Brief geschrieben oder du hast einen Gutschein herausgeschnitten. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann hast du jetzt auch noch Zeit, das zu tun. Und falls du dieses Heftchen nicht von uns bekommen hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit, auf diesen Link zu klicken und kannst dir dieses Heftchen einfach selber noch herunterladen. Oder du fragst einfach deinen Papa, ob er dir dabei hilft oder vielleicht hast du eine große Schwester oder einen großen Bruder. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr, als zu sagen, hab die beste Woche, hab einen super guten Start in die neue Woche morgen und ich freue mich, wenn ich dich schon ganz bald wieder in der Church sehen kann. Also, bis dann! Ciao!